Und neben mir Platz genommen hat Raphael Sonnenweber, haben wir schon gehört, von den Bayern. Ja, richtig. Ja, und jetzt ist natürlich auch der andere berechtigte Finalist bei uns zu Gast, in Person von Cheftrainer Yannick Wiol. Herzlich willkommen. Und natürlich, habe ich bei Raphael Sonnenweber auch gesagt, herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung. Super, ja, wir freuen uns auch riesig, dass wir so weit gekommen sind. Ich glaube, auch verdient, bin recht zufrieden mit den Jungs und wird ein spannendes Finale. Auf jeden Fall, wir sind gespannt, das wird hochkarätig. RB Leipzig hatte sich das auch ausgemalt, den Sprung unter die Top 2 zu schaffen. Hat nicht ganz gereicht. Jetzt geht es hier im Moment um Platz 7. Die Roten Bullen führen durch die Nummer 15. 1-0 für RB. Boah, schöne Parade des Leipziger Schlussmanns. Gegenläufige Bewegung, das machen die Magdeburger eigentlich nicht schlecht. In Person. Allgemein ein sehr gutes Turnier, finde ich. Sind körperlich zwar sehr unterlegen, aber die spielen gut Fußball. Die spielen immer mit vier kurzen Pässen, wollen Fußball spielen, egal wie hoch der Druck ist. Sowas finde ich gerade in der Ausbildung super wichtig. Das gucke ich mir gerne an, sowas. Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass es eine richtig gute Parade war. Yannick, das kannst du ganz genau beurteilen. Hast bis zur U18 beim SV Werder Bremen selbst zwischen den Pfosten gestanden. Hast dann Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann tatsächlich. Jetzt der Sprung zurück zu Werder. Wie kam's? Ja, ich habe recht frühzeitig dann gemerkt, dass mit Profifußball das nicht klappen wird. Einfach aufgrund von körperlicher Konstitution hat es dann auch nicht gereicht. Muss man auch irgendwann einsehen und erkennen. Und ich bin zum Glück von zu Hause sehr gut auch instruiert worden, dass eine Ausbildung wichtig ist, einen Job haben, eine Zukunft haben. Und habe dann einfach dank dem Verein, wo ich dann hingewechselt bin, die Ausbildung auch bekommen. Und habe nebenbei angefangen, einfach eine Jugendmannschaft zu begleiten, mit zu trainieren. Und habe dann recht schnell gemerkt, dass mir das deutlich mehr Spaß macht, als dann selber zu spielen, mit Kids zu arbeiten, mit jungen Leuten zu arbeiten, die einfach, ja, zu entwickeln, die weiterzuentwickeln, auch menschlich, auch persönlich. Und deswegen habe ich mich dort sehr reingehängt, dass ich also einfach auf dem Radar bleibe. Ich hatte gute Kontakte weiterhin natürlich zum SV Werder und über den sportlichen Leiter damals, Thorsten Bolder, ist der Kontakt eh nie abgerissen, da er mein U15-Trainer war. Und der hat mich dann immer wieder gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und jetzt mache ich seit 4 Jahren hauptberuflich bei Werder und bin super, super froh und dankbar, dass ich das machen darf. Mir macht es riesig Spaß. Ja, du hast in einem Interview. Sehr schön. Ja, machen Sie gut. Die Leipziger zum Schluss hat Jakob Neumann, der Magdeburger Keeper, noch was dagegen. Gegen das 2-0 für die Leipziger. Wir schauen mal drauf. Die Kontergelegenheit für Magdeburg. Niklas Brösel, etwas zu hoch tatsächlich. Yannick, kommen wir noch mal zu dir zurück. Das sehen wir nämlich auch gerade auf dem Spielfeld. Du hast in einem Interview mit der Taz gesagt, du nimmst eine enorm positive Einstellung zur eigenen Entwicklung wahr. Bei den Jungs allerdings auch so ein bisschen Leistungsdruck von zu Hause, aus den sozialen Medien. Ja, wie ist da so deine Erfahrung als Nachwuchstrainer? Man merkt, dass die Jungs super schnell getrieben sind. Und was ich als Riesenproblem empfinde, ist einfach, dass die Jungs nur unter Stress stehen. Schule lange, 8 Stunden, 6 bis 8 Stunden, immer lange Fahrtwege. Und dann kommen sie noch zu uns aufs Gelände und dann sollen sie immer noch, ja, wie man so schön sagt, Perform und Topleistung bringen. Und das im jüngsten Alter. Und immer diese Bewertungsgrundlage, ja, war es gut, war es schlecht, komme ich weiter, komme ich nicht weiter, die macht natürlich oft Kinder auch, ja, belastet sie sehr. Und wir versuchen halt dem ein bisschen entgegenzuwirken, versuchen auch eine gewisse Lockerheit und Nähe zu den Jungs herzustellen, dass wir einfach den Jungs auch vermitteln, ey, ihr könnt herkommen und es ist ja meine Fußball, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt Bock haben, herzukommen. Und wenn man es gut vorlebt, schafft man auch eine gute Arbeits- oder eine Entwicklungseinstellung der Jungs. Und bei uns und ich denke auch bei sehr vielen Vereinen ist das einfach richtig, richtig gut. Und für mich gibt es im Moment wenig Besseres, wenn ich auf den Trainingsplatz komme und ich sehe 14, 13, 14-Jährige, die einfach Bock haben auf Fußball, die trainieren wollen, die sich verbessern wollen. Und das macht unheimlich Spaß. Yeah.
Ja, bei Werder versucht ihr ja immer wieder den eigenen Nachwuchs im Bundesliga-Kader mit unterzubringen. Ilja Gruev beispielsweise, Ehren Dingci, der jetzt geschafft hat, Oliver Burke beispielsweise zu verdrängen, hat da so ein bisschen den Jokerplatz eingenommen vom Schotten. Der Schotte einmal mehr verliehen, ist ja hier auch in Mitteldeutschland tatsächlich kein Unbekannter. Stimmt, war bei RB, ne? War bei RB Leipzig. Sehr schöne Vorlage damals. Im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund auf Naby Keita 1-0, 88. Minute. Das Dach der Red Bull Arena flog damals weg. Das war es aber tatsächlich auch schon mit Höhepunkten von Oliver Burke im Leipziger Dress, um ehrlich zu sein. Ja, also, um mal zurückzukehren, während wir hier das 1-1 der Magdeburger sehen, durch Luka Bujak, Rücken Nummer 15. Hey, war die 16 tatsächlich, war Oskar Blume, Ehre wem Ehre gebührt, Magdeburg wieder im Spiel. Wie wichtig ist es denn auch für die Jungs im U13, U14 Bereich, dass man auch in der ersten Mannschaft im großen Weserstadion jemanden hat, wo man das Gefühl hat, ja, der hat das genauso durchgemacht wie ich jetzt? Ja, wir haben ja jetzt gerade so das beste Beispiel Niklas Füllkrug, der auch bei uns im Nachwuchs gespielt hat, sogar auch im Internat gewohnt hat und jetzt dann auch sich zwar bei uns am Ende durchgesetzt hat, auch über Umwegen, aber bei anderen Vereinen. Und da gucken die Jungs schon hoch. Und es ist für die Jungs ein riesen Ansporn, das zu sehen, dass sie bei einem Verein spielen können, wo es immer ums Menschliche geht, aber die Chancen am Ende dann Profifußball zu werden, was sehr, sehr schwierig ist und nur die wenigsten schaffen, einfach auch möglich ist. Und das machen wir, glaube ich, momentan ganz, ganz gut, dass wir da viele Spieler anbinden an die Profiabteilung, dass sie dort regelmäßig im Training sind. Und mit Ilja Gruev jetzt jemanden, der lange auf die Chance gewartet hat und sich durchsetzt. Und eigentlich Stammspieler der Bundesliga-Mannschaft ist. Und das freut mich riesig. Und dafür machen wir am Ende den Job. Selbstverständlich. Wir blicken mal auf die letzten 3 Minuten zwischen Magdeburg und RB Leipzig. Ja, die Leipziger so ein bisschen unglücklich tatsächlich. Wir haben sie auch gehört im Gespräch mit Florian Schröder. Die haben das nicht schlecht gemacht. Dann eben gegen deine Bremer. So ein bisschen Pech gehabt tatsächlich. Definitiv. Mit Part 1 des Wembley-Tors von Sondershausen. Part 2 fiel dann gegen euch tatsächlich. Ja. Also es glich sich irgendwo wieder aus. Ja, und jetzt in diesem Spiel um Platz 7 merkt man, das ganz große Feuerwerk bleibt aus, weil es die Magdeburger aber auch gut verteidigen, wie hier, dass dann eben Luca Görmer noch den Fuß davor bekommt. Ist halt super anstrengend dann auch. Ne? Wenn man dann am Ende nicht mehr im Finale oder im Halbfinale spielt, dann merkt man den Jungs das auch natürlich an, dass dann die letzte Konsequenz fehlt, dass die Beine schwer werden, der Kopf sowieso müde, die Hallenluft ist auch anstrengend über den ganzen Tag. Trotz alledem finde ich das Niveau recht gut, spielen gut Fußball beide. Also super Niveau hier heute insgesamt. Boah, schönes Tor. Boah, ein herrlicher Treffer. Also das macht er wirklich ganz großartig. Niklas Brösel, der Captain der Magdeburger, pflückt diesen Ball aus der Luft und hebt ihn über Elian Hähner im Leipziger Kasten drüber hinweg. Die Magdeburger von anderthalb Minuten vor Schluss. Und wieder ist es der Captain der Magdeburger, wieder ist es Brösel. Diesmal zieht Hähner den längeren. Super geil, sehr guter Torwart. Ja, aber du, um nochmal auf deine Jungs zurückzukehren. Ah, Riesenchance für Leipzig. Ja, prima gehalten. Also das Lob müssen wir jetzt auch an Jakob Neumann aussprechen, den Magdeburger Carsten, der da ganz cool bleibt im 1 gegen 1 gegen Arthur Kramer ins kurze Eck einschieben möchte. Ja, ich glaube sogar, dass es ein Feldspieler ist. Tatsächlich? Ja, ich glaube, es ist ein Feldspieler im Tor. Es macht ja noch stärker. Ja, super. Super Bewegungstalent. Aber wäre Positionsspinker in dem jungen Alter auch nicht verkehrt. Wir schauen mal auf die Hose. Die 14 ist das. Phil Heckeroth. Laut meiner Liste. Alter, wieder gut. Stark. Es kann natürlich auch sein, dass der Ersatztorwart ist. Möchte ich ihm jetzt auch nicht die Jobbeschreibung mal kurz umtauschen. Auf jeden Fall, egal ob Mittelstürmer oder Torwart, Phil Heckeroth macht ein klasse Spiel. Und hält für die Magdeburger auch in diesem Moment
die Führung fest. Leipzig bleiben 5 Sekunden, aber der Ball ist bei Magdeburg. Der Ball ist tief in der Hälfte der Leipziger und das Spiel, es ist aus. Der erste FC Magdeburg, Siebter in diesem Hallenturnier hier in Sondershausen, dreht die Partie gegen RB Leipzig. Die Achter werden. Und um dich zu entlassen, deine Jungs, die warten auf dich. Du hast gesagt, im Turnierverlauf ist es schwer, dann hinten raus zu die Jungs zu motivieren. Thank you.